Hallo zusammen, euer Forscherteam der Gruppe ist heute wieder für euch da. Heute erforschen wir mit euch den Lotus-Effekt. Dafür brauchen wir wirklich nicht viel. Wir brauchen nur Pipetten, etwas Wasser und ein paar Blätter. Ihr müsst sie auch gar nicht abreißen von den Pflanzen, sondern könnt sie einfach direkt in eurem Garten untersuchen. Wir haben uns nur welche geholt, damit wir es euch besser zeigen können. Dann würde ich sagen, legen wir los. Warst du schon mal im Garten, nachdem es geregnet hat, und hast dir die Blätter angeguckt? Ja. Wie sieht das so aus? Also, da sind dann so noch Wassertropfen drauf. Und sehen die alle gleich aus? Nein. Sollen wir es mal ausprobieren an unseren? Ja. Mit unseren Pipetten können wir ja wunderbar den Regen nachmachen. Jetzt gucken wir mal, wie das Wasser auf den einzelnen Blättern aussieht. Fangen wir mit einem Salatblatt an. Sieht ziemlich platschig aus, oder? Ja. Jetzt probieren wir das Haselblatt aus. Hier sitzt es schon ziemlich viel besser. Und das Fliederblatt? Überall zerlaufen die Tropfen, oder? Ja. Aber jetzt nehmen wir mal die Kapuzinerkresse. Jetzt darfst du da mal einen Tropfen drauf machen. Oh. Das ist schon anders, oder? Sehr. Das bleiben richtige kleine Kugeln. Und wird das Blatt nass davon? Nein. Überhaupt nicht, oder? Kann man so richtig schön mitspielen. Okay, reicht? Kann man so richtig mal versuchen, das hin und her laufen zu lassen. Die sehen auch so schön silbrig aus, die Tropfen. Also ganz anders als auf den anderen Blättern. Hier seht ihr den Lotus-Effekt. Dieses Blatt möchte nicht nass werden, sondern lässt das Wasser einfach abperlen. Das gleiche sieht man auch beim Sauerampfer. Ich mache vorsichtig einen Tropfen drauf. Nicht ganz so schön, aber man sieht auch, oder? Dass der Tropfen im Ganzen bleibt und einfach abläuft. Hier läuft aber nicht so schnell ab, sondern bleibt. Oder? Die Kapuzinerkresse geht am besten. Hier haben wir nochmal Frauenmantel. Probieren wir da drauf. Ah, das ist so ein Zwischending, oder? Ja. Am schönsten ist der Effekt wirklich bei der Kapuzinerkresse zu beobachten. Aber wenn ihr diesen Effekt erforschen wollt und auch gucken wollt, ob ihr solche Blätter im Garten habt, schnappt euch eure Pipette, lauft los und probiert es einfach mal aus im Garten. Ich würde sagen, du läufst jetzt mal los und testest es für uns. Viel Spaß! Danke! Gut, lauf! Wow, beim Selber ist es auch so. Hier laufen auch die Tropfen gleich runter. Während die Rieke noch ein bisschen den Garten austestet, erkläre ich euch, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Der Name Lotus-Effekt kommt von der Lotuspflanze, die in schlammigen Sümpfen wächst oder schlammigen Seen wächst. Die Pflanze wächst dann vom Untergrund nach oben, die Blätter öffnen sich und dann müssen sie natürlich sehr sauber sein. Wenn die Blätter jetzt auch mit dem ganzen Sumpfwasser noch voll wären, könnte die Pflanze keine Photosynthese machen. Und an dieser Pflanze hat man diesen Effekt das erste Mal wirklich festgestellt. Zeige ich euch nochmal, wie das funktioniert. Ihr könnt euch die Oberfläche der Blätter ungefähr so vorstellen, also völlig uneben. Wenn jetzt dort ein Wassertropfen rauffällt, kann er eigentlich die Oberfläche gar nicht erreichen, sondern liegt wie so ein Fakir auf dem Nadelbrett oben auf diesen Bobbeln drauf und kommt gar nicht an die Pflanze ran. Und so kann der Wassertropfen einfach abgespült werden und die Pflanze wird nicht nass dabei. Das Ganze hat sich jetzt der Mensch abgeguckt, weil das ist ja eine tolle Sache, und hat das Ganze auch für Stoffe verwendet oder für Hausmauern oder für Waschbecken, was ja vielen Frauen sehr gelegen kommt. Ich zeige es euch mal an einem Stück Stoff. Dieser Stoff ist imprägniert und wenn man hier einen Wassertropfen draufsetzt, bleibt er wie auf unserer Kapuzinerkresse oder wie auf einem Lotusblatt obendrauf liegen. Das haben wir uns von der Natur abgeguckt. Wir sind also im Bereich der Bionik. So, und jetzt wisst ihr, wie der Lotus-Effekt funktioniert. Da kann ja auch ein Riesentropfen draufbleiben. Ganz viele kleine dazu. Einen großen auch noch. Also ein Riesentropfen. Dreh mal um, ein bisschen aufgehen. So. Wow, ja. Das funktioniert auch von unten bei der Kapuzinerkresse. So, ihr seht, wir sind hier noch beschäftigt. Wir wünschen euch auch wieder viel Spaß beim Forschen.